Der hängt das Schild so richtig? Bisschen mehr nach links. So? Ja, so ist gut. Ja. Na, nun, was macht ihr denn da? Was soll das? Das hat Herr Schmitz wohl nicht so angeordnet. Ach, dann so ein Kateridee. Mann in deinen Jahren, sich noch mal zu verheiraten. Wenn ich warte, nicht die Wind, wenn ich heiratet, kriegt kein Kind. Oh. Herr Schmitz, Schmodernich ist doch ein Mann in den besten Jahren. Jung und beweglich, wie ein Jüngling. Ja, äußerlich. Aber mir kann er nichts vormachen. Ich bin schon seit 25 Jahren hier im Haus. Mal piekt er den damals, reitet er den doch. Man muss ihn mit Ameisenspiritus einreiben, dann brauchen wir einen heißen Deckel für den Bauch. Und ohne Wärmfleisch kann der überhaupt nicht einschlafen. In so einem ramponierten Zustand, da heiratet man doch nicht mehr. Besonders nicht so ein junges Gemüse. Moment mal. Ich denke, das wäre ein reiferes Gemüse. Ach, was? Er könnte glatt ihr Vater sein. Aber lange sehe ich mir das nicht mehr mit an. Und wenn die junge Frau meint, sie könnte hier rumkommandieren, dann haue ich ab. Was ist denn, Therese? Worüber müssen Sie sich denn jetzt schon wieder ärgern? Ach, wir sprachen gerade von der zukünftigen jungen Frau. Ja, aber Sie kennen sie ja noch gar nicht. Ach, Fräulein Gätchen, hat Ihr Vater das nötig gehabt? Hat ihm irgendwas gefehlt bei mir? Habe ihn nicht gehegt und gepflegt wie ein Flaschenkind? Aber jetzt soll sie sich um ihn kümmern. Und wenn er dann wieder schreit, Therese, der Wärmfleisch, da sage ich, bitte, Herr Schmitz, wundere nicht, wozu haben Sie jetzt eine junge Frau? Ja. Anna, bringen Sie mal das Blumenarrangement hinauf in das Erkerzimmer. Wir werden dort Papas Braut und Ihre Mutter einquartieren. Und was die übrigen Arrangements anbetrifft... Da können Sie sich ganz auf mich verlassen, gnädiges Fräulein. Heute um 2 Lunch im intimen Kreis. Um 9 Uhr Polterabend mit kaltem Buffet. Und morgen nach der standesamtlichen Vernehmung Hochzeitsmahl. Und das klappt auch alles? Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Wer nicht heiratet, kriegt kein Kind. An Ihrer Stelle würde ich mal darüber nachdenken. Krähan! Ich meine doch nur gut. Hallo, guten Morgen, Kinder. Mein Schätzchen, wie geht's? Morgen, Papa. Hallo. Wie geht's? Gut? Du, ich muss zur Bahn meine Braut abholen. Ja, sag mal, wie sehe ich denn überhaupt aus? Gesund und blühend wie immer. Kann ich ja nicht begreifen. Ich habe die ganze Nacht kein Auge zugemacht. Bin doch so nervös, Kind. Ja, du musst dich vergessen. Ich heirate heute erst zum 2. Mal. Ich bin ja noch Anfänger, ja. Und wie sieht der Anzug aus? Gut? Ganz toll siehst du darin aus. Ach, so verliebt. Na, wunderbar. Hoffentlich jubelig, ja. Ja. Krähan, kommen Sie mal her. Sehe ich aus wie ein Mann von 60, hä? Was? Sie sind schon 60? Ja. Ich dachte, Sie wären höchstens in meinem Alter. Ach, das ist aber reizend. Kommen Sie her, Krähan. Dankeschön, Wiebert. So, aber jetzt mal ehrlich. Für wie alt halten Sie mich? Höchstens. Ja, bitte? Aber allerhöchstens. Ja? 59. Herzlichen Dank. Auf Wiedersehen. Ja, besorgen Sie mir die Blumen, mein liebes Kind. In diesem feierlichen Augenblick, wo ich dieses Haus zum letzten Mal als einsamer Witwe verlasse, drängt sich mir die bange Frage auf. Wie spät ist denn überhaupt, Kinder? In 10 Minuten, 3/4. Ich will nicht wissen, wie viel es in 10 Minuten ist. Ich will wissen, wie spät es jetzt ist. Drängt sich mir die bange Frage auf. Wirst du auch mit den neuen Verhältnissen hier im Haus zurechtkommen? Ach, lieber Papa, mach dir darüber nur keine Sorgen. Nein, liebes Kind, ich war dir nicht nur ein guter Vater, ich war dir auch immer eine treusorgende Mutter, ja? Und dieser Platz wird jetzt eine andere annehmen, meine Braut, deine Mutter, unsere Brautmutter. Apropos Brautmutter, müsste ich dir nicht ein paar Blumen mitbringen, ein Primeltöpfchen, ja? Herr Schmitz, schmodder nicht, wenn Sie jetzt nicht bald gehen. Dankeschön, ich gehe ja schon. Moment, was soll ich denn mit der Uhr? Ich brauche mir einen Hut, mein Kind. Entschuldige, Schätzchen, auf Wiedersehen. Tschüss. Wie weit ist er da? Ein guter Mensch, der Herr Schmitz, schmodder nicht. Eine solche Tiefe des Gemüts findet man selten. Wer nicht zagt, ist gut gesinnt. Papa kriegt vielleicht ein Kind. Krähan. Wir müssen jetzt vor allen Dingen die Tischordnung für heute Abend besprechen. Ach, holen Sie doch bitte mal die Gästeliste nebenan, ja? Sehr wohl, gnädiges Fräulein. Ja, so, was ist das? Ach, ja. Hast du das schon mal erlebt? Das ist aber merkwürdig, Professor, was? Ja. Komm rein, Professor, was sagst du denn dazu? Ja, ich bin auch einigermaßen erstaunt. Ja, bitte. Das heißt, die beiden Herren, die Papa erwartet? Jawohl, sind wir, gestatten, Baumeister Mehlmann. Und das hier, der ist mein Freund, Professor Wernicke. Ich freue mich herzlich. Ganz meinerseits. Ich mich ebenfalls.
Und Sie sind also wohl das Fräulein Tochter? Ei, 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 Dunnerlütz. Sagen Sie bitte, gnädiges Fräulein, was hat denn eigentlich der Herr Papa? Ja, eben, sagen Sie mal, was ist denn mit dem eigentlich los? Er schreibt uns einen langen, geheimnisvollen Brief. Lädt uns dringend zu sich ein. Und eben, als wir ihn an der Gartenpforte treffen, da hat er nicht mal Zeit, uns zu begrüßen. Da saust er wie ein geölter Blitz davon. Ach, Sie müssen schon entschuldigen, meine Herren, aber Papa hatte es sehr eilig. Er musste zur Bahn seine Braut abholen. Ja. Seine Braut? Ja. Wissen Sie das denn nicht? Ja, soll das etwa heißen, dass er heiratet? Ja, morgen. Gestatten, dass ich jetzt vielleicht doch mal Moment Platz nehme. Bitte, der Schreck, der freudige Schreck ist mir in sämtliche Glieder gefahren. Sagen Sie mal, wie kommt denn der auf die Schnapsidee? Ja, und vor allen Dingen, was sollen wir dabei tun? Ja. Ja, aber Sie sollen doch die Trauzeugen sein. Ach, Nalu, gib mir doch ein ganzer Glühstrumpf auf. Deshalb hat der so uns auf die Seele gebunden, dass wir ja einen Gehrock und einen Zylinder mitbringen sollen. Aber ich dachte, Sie wüssten, um was es sich handelt. Na, keine Ahnung. Wir waren auf einen Trauerfall gefasst. Aber nein. Darf ich Ihnen vielleicht Ihr Zimmer zeigen? Sehr lieb zu euch. Also doch ein Trauerfall, ne? Ja, aber ein erfreulicher. Ja. Ja. Bitte schön. Vielen Dank. Treten Sie doch ein. Danke sehr. Wie war noch der werte Name? Möbius, Dr. Phil Waldemar Möbius. Ja, wie ich Ihnen schon sagte, hätte ich gerne ein paar Worte mit dem Herrn des Hauses gesprochen. Tja, Herr Schmitz, Schmoddernich ist augenblicklich nicht zugegen. Ja, warum haben Sie mir das denn nicht gleich gesagt? Aber wenn Sie vielleicht mit dem gnädigen Fräulein sprechen möchten... Nein, nein. Wissen Sie, es handelt sich um eine Angelegenheit, die man nicht so gut mit einer jungen Dame besprechen kann. So, na, dann können Sie es mir ja sagen. Ich werde doch lieber ein andermal wiederkommen. Das heißt, eine Frage könnten Sie mir schon beantworten. Dieser schöne Kurzhaar-Dackelrüde, den Sie da abends immer an der Leine spazieren führen, der gehört doch hier ins Haus. Ja, das ist unser Tünnis. Danke sehr. Ach. Sie sind doch der Herr, der immer mit der kleinen Dackelhühnin die Straße auf- und ab marschiert. Ja, ja, das ist meine Elfie. Oh, ein zu niedliches Vieh. Die würde gut zu unserem Tünnis. Ja, darüber wollte ich eben mit Herrn Schmitz-Horter nicht sprechen. Oh, ich verstehe. Das gnädige Fräulein. Der Herr kommt wegen unserem Tünnis. Also, lieber Gott, das ist mir jetzt aber sehr peinlich. Ja, wollen Sie nicht lieber hier Platz nehmen? Danke verbindlichst. Möbius. Dr. Waldemar Möbius. Bitte sehr. Danke. Also, um unseren Tünnis handelt es sich. Ja. Ich bin jetzt doch einigermaßen in Verlegenheit, wie ich Ihnen das erklären soll. Sie gestatten, dass ich etwas weiter aushole. Schon in der Bibel steht, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Was für den Menschen gilt, das trifft in erhöhtem Maße auch auf die Tiere zu. Ich weiß noch nicht, worauf Sie hinaus wollen. Ja. Also denn kurz herausgesagt. Sie haben einen reizenden Dackel männlichen Geschlechts. Ich bin glücklicher Besitzer eines gleichwertigen, edlen Exemplars weiblichen Geschlechts. Elfie heißt sie. Bei den allabendlichen Begegnungen der beiden Tierchen hatte ich Gelegenheit, die außerordentlichen Vorzüge ihres Herrn Tünnis festzustellen. Seine Zeichnung ist geradezu vorbildlich. Und was meine ganz besondere Bewunderung erregt hat, ist seine geradezu imponierende Rute. Ja, und wenn die Bibel, wie ich schon sagte, in Bezug auf den Menschen... Ach so, jetzt verstehe ich. Ihre Elfie hat also ernste Absichten auf meinen Tünnis. Ganz recht, mein Fräulein. Sie bitten mich also um die Hand. Naja, ich meine um die Pfote meines Tünnis. Ich bin so frei. Nun denn, mein Herr, Ihr Antrag ehrt mich. Ja, ich kann mich allerdings nicht dafür verbürgen, ob mein Tünnis die Gefühle Ihrer Elfie erwidert. Oh, darüber bin ich vollkommen beruhigt. Ich muss natürlich erst noch mit Papa sprechen, aber er hat sicher nichts dagegen. Darf ich Ihnen meine Elfie dann vielleicht einmal vorführen? Die junge Dame wird mir jederzeit herzlich willkommen sein. Sehr freundlich. Auf Wiedersehen, Herr Doktor. Leben Sie wohl, mein verehrtes, gnädiges Fräulein.
verzeihen. Ich wollte melden, soeben ist Ihr Papa mit den Damen vorgefahren. Dann gehen Sie bitte in die Küche. Therese möchte hereinkommen und Emma soll sich um das Gepäck kümmern, ja? Sehr wohl, gnädige Frau. Bitte schön, mein Kind. Komm rein. Hier sind wir. Schau da. Für dich. Hier bist du jetzt zu Hause. Hier kannst du jetzt schalten und walten, wie du willst. Es ist alles... Vorsichtig, um Gottes Willen, Moment hier. Wo ist denn die Schwiegermutter? Wo ist denn die Schwiegermutter? Ach, da ist sie ja, die Schwiegermama. Ach, da. Kinder! Nun sind wir zu Hause. Hier, ach, da ist ja unser Gretchen. Gretchen, jetzt ist sie da. Meine Braut, mein Goldvögelchen. Ach, ist sie nicht süß. Ich bin ja so verliebt. Komm, hier mal küssen. Ja. Aber Anton, lass. Na ja, also, komm, sag doch mal was. Nettes. Seien Sie mir herzlich willkommen, liebe Frau Mama. Mama. Vielen Dank, liebes Fräulein Tochter. Fräulein Tochter, Mama, Kinder, mach doch nicht so was. Sag doch du zueinander, komm. Nur wenn ich darf, aber ich natürlich. Aber bitte darum, ja. Und hier ist die Perle. Aller Schwiegermütter. Kinder, das ist eine Frau, eine Frau. Gib mal Küsschen. Anton, zügle dein Temperament. Entschuldige, bitteschön. Gnädige Frau. Mein liebes Kind, ich habe schon so viel Gutes von Ihnen gehört. Ich freue mich aufrichtig, Sie kennenzulernen. Guten Tag. Tag. Da ist ja unsere liebe Therese. Komm mal her, du altes Ekel. Hä? Herr Schmitzmutter nicht, ich muss das sehr bitten. Halt Mund! Papa! Ist doch Spaß, weißt du doch. Seit 40 Jahren Pies hat diese Frau mich bis aufs Blut. Nein. Aber deswegen bleibt sie doch unsere treue Seele. Küsschen! Dann wird es doch Zeit, dass wir uns langsam mal... Nein! Da ist er ja! Das seid ihr ja, Junge, ich hätte euch beinahe vergessen. Anton, deine Tochter hat uns bereits alles erzählt. Wunderbar. Gratuliere. Danke schön. Herzlichen Glückwunsch, alter Junge. Da kann ich ja direkt weg machen. Das ist Baumeister Mehlmann, Professor Wernicke, Frau von Degenhardt. Ja. Meinen herzlichsten Glückwunsch. Auch von mir, gnädige Frau. Freue mich, die Braut von unserem lieben Anton... Aber ich bin nicht die Braut. Nicht doch, das ist doch die Schwiegermutter. Da steht meine Braut. Das ist mein Paradiesvögelchen. Nee, was ist also, denn? Also darauf fallen wir dir nun nicht rein. Hör doch auf. Was er für ein todernstes Gesicht dabei macht. Die Herren kennen sich wohl schon länger. Ja, ich glaube, wir kennen uns wahrscheinlich schon zu lange. So. Ja, wir sind schon zusammen zur Schule gegangen. Wir haben zusammen die gleiche Hebamme gehabt. Richtig, richtig. Das war im Jahre 1800. Ja, das wissen wir. Vielen Dank. Interessiert die Damen überhaupt nicht. Donnerwetter, Moment. Ja, da muss man, da darf man ja wohl doch gratulieren. Ich bitte darum. Ja. Dem Mutigen gehört die Welt. Oh ja, und Mut hat mein Anton. Sogar mehr als das. Och, er ist ein Held. Kinder, macht doch nicht so... Also, Anton, jetzt keine falsche Bescheidenheit. Du bist ein Held. Oh, nun hört doch damit auf, bitte, Kinder, nicht. Held, Held. Ja, wissen Sie denn gar nicht, durch welche Heldentat er mich errungen hat? Nee, keine Ahnung. Also, schätze dich bitte nicht, das interessiert die Herren überhaupt nicht. Oh, doch, doch, doch. Das interessiert uns sogar riesig. Ja. Oh. Er hat mir das Leben gerettet. Was? Du, Papa? Ach ja, nicht. Oh, doch. Und dabei sein eigenes Leben aufs Spiel gesetzt. Ach ja, Donnerwetter. Ja, aber davon hast du mir ja nie etwas erzählt. Ach, Kinder, hört doch auf. Mach doch darum, wie der Sohn jetzt. Also, Anton, jetzt bist du aber wirklich zu bescheiden. Weil was ist es denn, Emma? Das Gepäck ist schon hinaufgeschafft. Oh, vielen Dank, mein Fräulein. Dann lass uns hinaufgehen, liebes Kind, und rasch auspacken und uns ein wenig erfrischen. Die Herren entschuldigen uns wohl. Bis nachher, meine Herren. Adieu, Adieu, schon, mein Schätzchen, mein Goldvögelchen, mein Kanarienvögelchen, mein kleines süßes Kakadüchen. Na, ihr zwei, da kriegst du wohl Stielohren, was? Da läuft euch das Wasser im Mund zusammen. Ihr zwei schmeckt lecker, ihr. Anton, wir sind sprachlos. Ja, ja. Sag mal, alter Junge, erzähl mal, wie bist du denn bloß an die Frau gekommen? Ja. Kinder, das werde ich euch bei einer schönen Flasche Wein in Ruhe erzählen. Das draußen. Was ist denn, Krähan? Draußen ist ein junger Mann und fragt nach Fräulein von Degenhardt. Nach meiner Braut?
Ja, er soll reinkommen, ja. Und dann bringen Sie zwei Flaschen Burgunder hier ins Nebenzimmer für die Herren, ja? Das die Kinder geht ran, nebenan. Wir kommen nachher nach, da trinken wir und erzähl ich euch. Ja, also. Donnerwetter! Ja? Gestatten, Neumann? Angenehm, Schmidt-Schmodderlich. Ja, verzeihen Sie mir bitte, dass ich einfach so, aber ich habe zufällig erfahren, dass sich Frau von Degenhardt und Tochter hier befinden. Die Damen sind hier, ja, ja. Ja, ich bin ein Freund des Hauses. Ach so, ja. Nehmen Sie Platz. Noch nicht verheiratet und schon ist der Hausfreund da, ja. Herr Schmidt-Schmodderlich? Was ist denn bitte, Emma? Der Schneider mit dem Frackanzug. Oh ja, sagen Sie, ich komme sofort. Dann gehen Sie mal nach oben zu meiner Braut und sagen Sie, sie möchte mal runterkommen, ja. Wie? Was gibt's denn da zu lachen, mein Herr? Ja, Moment mal. Sag mal, Sie sind der Bräutigam? Ja, was dagegen? Ist das ein fieser Kerl, so? Ja, aber nein, ganz im Gegenteil. Wissen Sie, ich freue mich von Herzen darüber. Ja? Jetzt, wo ich Sie kennengelernt habe, bin ich vollkommen beruhigt. Was wollen Sie damit sagen, hä? Ja, ich meine, was die Zukunft der auch von mir sehr verehrten jungen Dame angeht. So meinen Sie das? Ja. Ist doch ein reizender Kerl, ja. Schätze, guck mal, wer da ist. Ja. Herr Neumann. Sie müssen entschuldigen, dass ich Sie mit meiner Braut allein lasse, aber Sie haben gehört, der Schneider ist da. Ich muss anprobieren, den Frack. Der Frack ist gekommen. Die Schwänzchen schlagen auf. Fritz, was fällt dir ein, hierher zu kommen? Überrascht dich das? Wir waren doch schließlich über ein Jahr lang miteinander verlobt. Ach, das ist doch längst vorbei. Du hast doch meinen Brief bekommen. Deinen Abschiedsbrief allerdings. Du glaubst doch nicht im Ernst, dass ich mich damit zufrieden gebe, was? Und jetzt, nachdem ich meinen Nachfolger kennengelernt habe, schon gar nicht. Wie meinst du das? Ja, willst du mir im Ernst weismachen, dass du diesen Mann liebst? Ich bitte dich. Ich schätze und ich verehre ihn. Und vor allem ist es das Gefühl der Dankbarkeit, das mich ewig an ihn kittet. So, so. Und was hast du ihm zu danken, wenn ich fragen darf? Mein Leben. Was? Was meinst du damit? Ich war doch, wie du weißt, mit Mama am Starnberger See. Und wie du weißt, bin ich eine leidenschaftliche Schwimmerin. Eines Tages schwamm ich zu weit hinaus. Mich verließen die Kräfte und in meiner Angst schrie ich um Hilfe. Und als ich dann wieder aus meiner Ohnmacht erwachte, da lag ich am Ufer. In den Armen von Herrn Schmidt-Schmodderlich. In heißem Dankgefühl schlang ich meine Arme um seinen Hals und sagte, da, nehmen Sie mich. Ich bin die Ihre. Na so, nun weißt du's. Ja, du kannst doch unmöglich nur aus Dankbarkeit dein junges Leben an der Seite eines alten Herrn vertrauern. Ich kann nicht mehr zurück. Es tut mir leid, Fritz. Ich weiß, ich habe dir wehgetan. Bitte verzeih mir. Komm, sei vernünftig. Lass uns als Freunde voneinander scheiden. Adieu. Hallo, was, wieso wollen Sie gehen? Warum das denn? Ja. Ich muss leider, Herr Schmidt. Warum denn? Was soll das denn? Bevor ich gehe, ja, Moment mal. So. Möchte ich Ihnen die Hand schütteln. Ah, warum? Weshalb? Wissen Sie, ich möchte Ihnen danken für Ihre mutige Tat. Oh, hören Sie doch auf. Ja, ja, doch, Herr Schmidt-Schmodderlich. Und um dieser Tat willen verzeihe ich Ihnen auch, dass Sie mich aus dem Herzen Annemies verdrängt haben. Ach, Sie sind das? Ja. Sie waren mit ihr verlobt. Ja, Annemie hat mir davon erzählt. Ja. Tut mir leid. Bitte schön, nehmen Sie. Ja. Ja. Sind Sie denn wenigstens zur Hochzeit eingeladen? Nein. Nein? Kommt doch nicht in Frage, Sie müssen kommen, die Jünger zur Familie, ne? Ich weiß wirklich nicht. Also hören Sie, wenn Sie nicht schon mit heiraten, können Sie wenigstens mit essen, ja. Bitte schön, ja. Sie kommen, ja? Aber dann. Wenn es meine Zeit erlaubt. Moment, hier. Nehmen Sie unterwegs mit, ja. Erfrischt im Sommer, nicht? So was wäre nett. Ich empfehle mich. Wiederschauen, ja.
doch ein reizender Mensch, der Mann. Ja, sag mal, alter Junge, wo steckst du denn? Eine Pulle haben wir schon ausgepichelt. Jetzt spann uns doch nicht so auf die Folter. Schieß endlich los. Kinder, setzt euch da, wollen wir mal die Sache bereden. Ja, also nun erzähl doch mal. Ja, also eigentlich muss ich sagen, ich weiß es nicht. Hä? Er weiß es nicht. Ja, nein, ich weiß. Ich denke, du hast deiner Braut das Leben gerettet. Hab ich auch. War eine ganz tolle Geschichte, aber... Deine Hand. Na los, deine Hand, komm. Ehrenwort sagte mir, dass ihr das, was ich euch jetzt erzähle, nie weiter erzählt. Das darf kein Mensch erfahren. Ehrenwort. Ehrenwort. Also, pass auf, Kinder. Ja. Ihr wisst, ich war dieses Jahr am Starnberger See in Urlaub. Ja. Ja. Im Hotel habe ich meine zukünftige Braut kennengelernt und auch die Schwiegermutter. Wir wohnten im gleichen Hotel. Also, was soll ich lange erzählen? Ich, alter Esel, habe mich Hals über Kopf in dieses junge Mädchen verliebt. Das ist schön. Ja, ne? Doch nicht, ja? Ja, ja, und? Und was Sie? Heißt, und Sie? Sie war nett und reizend zu mir, aber ich wurde den Gedanken nicht los, dass sie sich über mich ein bisschen lustig macht. Na ja. Nein, ja, doch, doch, Kinder. Ja, ist ja egal. Also kurz und gut, sie war eine leidenschaftliche Schwimmerin, lag den ganzen Tag im Wasser und schwamm kreuz und quer, manchmal sogar ganz weit raus, ganz weit. Bis hin. Und du natürlich immer hinterher. Bist du da? Dann schritt er nicht so ein Quatsch, ich kann doch gar nicht schwimmen. Aha. Du kannst gar nicht schwimmen. Nein, ich kann überhaupt nicht schwimmen. Ich habe mir in der Zwischenzeit immer im Gras gelegen, habe Sonnenbad genommen, im Badeanzug, im Fernglas meine Angebetete beobachtet. Ja, du alter Genießer. Nein, das hat mit Genießer nichts zu tun. Ich hatte Angst, dass irgendwas passieren könnte. Na komm, bitte. Und ich hatte ja recht. Es ist ja auch was passiert. Ich liege mal wieder im Gras und beobachte sie, sehe ich plötzlich, wie sie mit den Armen fuchtelt. Ich denke, was ist das da für eine Schwimmerei? Das kenne ich ja nicht. Ne? Einmal höre ich, Hilfe, Hilfe! Großer Gott, ich springe auf. Sie schreit um Hilfe, ich am Ufer auf und ab. Ich kann ja nicht rein, kann doch nicht helfen. Weit und breit kann doch zu sehen. Hilfe, Hilfe! Oh, großer Gott. Auf einmal kommt ein Bauernbursche mit dem Fahrrad an. Ich rufe ihn an und schreie und zeige ihm die Ertrinkende. Er brüllt mich an und sagt, ich hab keine Zeit! Ich packe das Fahrrad mit der einen Hand, zeige ihm die Ertrinke mit der anderen Hand und mit der anderen Hand zeige ihm einen 100-Markschein. Er schnappt den 100-Markschein, stürzt sich ins Wasser, weg und ich falle ins Grab. Ich habe nur gebetet, lieber Gott, lass es gut gehen, lass es gut gehen, lass es sie retten, lass er sie retten, bitte. Mach die Augen auf, steht er vor mir, hat die ohnmächtig Ertrinkende im Arm, legt sie mir in den Schoß und sagt, da haben's ihr Tochter. Und weg ist er. Na Mensch, du, das ist aber eine dolle Geschichte. Das kann ich doch wohl sagen. Ja, na, und was weiter? Ja, was weiter? Jetzt hatte ich sie in den Armen. Ja. Sie schlägt die Augen auf, schaut mich an mit ihrem braunen Äugelchen, legt den Arm um meinen Nacken, küsst mich und sagt, da haben Sie mich. Ich bin die Ihre. Also so sah die Lebensrettung aus. Und du, verschwiegen, wie du nun mal bist. Du hast die in dem Glauben gelassen. Ja, was hätte ich denn machen sollen? Ja, Moment mal. Nein, Moment mal, bitte, meine Situation. Wo ich im Traum nicht dran gedacht habe, die Frau, die ich liebe, die ich anbete, liegt in meinen Armen und küsst mich. Soll ich das sagen, Fräulein? Entschuldigen Sie vielmals. Ich war es nicht, so ein anderer. Ne? Na? Nein, da hast du recht, Anton. Siehst du, und du? Ja. Ja, hätte wahrscheinlich auch nicht anders gehandelt. Nein, du hättest genau dasselbe gemacht. Na ja, also kurz und gut. Wir sind am gleichen Abend noch abgereist. Das ist gut. Gut. Am anderen Tag haben wir Verlobung gefeiert. Moin, stehe ich vorm Traualtar. Und dann bin ich der glücklichste Mensch unter der Sonne. Ah, Anton, also du bist wirklich ein Glückspilz. Das kann man sagen. Holzklopfen, tup, 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 tup. Mir ist im wahrsten Sinne des Wortes das Glück in den Schoß gelegt worden. Ja, ja, Anton, ich meine, um Gottes Willen, ich will dich da nicht beängstigen, nicht wahr? Aber irgendwann wird doch deine junge Frau dahinter kommen, dass du gar nicht schwimmen kannst. Nein, sie wird überhaupt nicht dahinter kommen, denn ich nehme heimlich Schwimmunterricht. 4 Stunden habe ich schon hinter mir. Oh, das ist glänzend. Papa, du, eben habe ich von Annemie gehört, was für ein Held du bist. Komm. Ja, aber warum hast du mir denn nie etwas davon erzählt? Kinder, mach doch nicht so ein Gedöns da drum, ich bitte. Immer muss er sein Licht unter den Scheffel stellen. Unsinn. Ich bin überzeugt, Sie, seine ältesten Freunde, haben bis heute noch nicht gewusst, welch kühnes Herz in seiner Brust schlägt.
Nein, stimmt. Wir haben auch im Augenblick alles gerade erst erfahren. Ja, gerade hat er uns von seiner heroischen Heldentat berichtet. Und sicherlich hat er sehr viel verschwiegen. Nee, also ich glaube, da tun Sie ihm diesmal Unrecht. Uns hat er nämlich die volle Wahrheit gesagt. Ja. Oh ja. Ja und? Tja. Na, was sagen Sie jetzt? Tja. Ja. Anton. Ja? Anton. Ja? Wir sind stolz auf dich. Oh, danke schön. Ja. Danke schön. Danke schön. Herr Nukrajan, was bringen Sie denn da? Ein Hochzeitsgeschenk. Nein, das ist aber ein tolles Geschenk. Von wem ist denn das? Da ist eine Karte bei. Versicherungsgesellschaft Saxonia. Die kenne ich ja gar nicht, wissen Sie. Ne? Annemie ist bei der Saxonia mit 1 Million versichert. Was? Da du ihr das Leben gerettet hast, hat die Versicherungsgesellschaft 1 Million gespart. Dafür. 1 Million? Ja. Dafür ist das hier Schenke, Mami. Oh. Ja, aber hier ist ja etwas eingraviert. Was denn? Was denn? Lies doch denn? Mal bitte. Augenblick. Da ist eingraviert, dem kühnen Schwimmer. Woher wissen die Leute das denn überhaupt? Na, von mir, ich hab's ihnen natürlich brühwarm erzählt. Musst du denn den Leuten immer alles direkt auf die Nase binden? Ja, die ganze Welt soll es erfahren. Ja. Jawohl. Und sie wird es erfahren. Kinder, macht mir keine Geschichten, bitte, ja? Doch. Jawohl, dafür haben wir gesorgt. Ja. Wieso? Ich hab dir doch erzählt, Onkel Herbert ist doch im Ministerium. Ja? Und dem haben wir gleich von deiner Heldentat berichtet. Er hat ein Protokoll aufgenommen und alles Weitere veranlasst. Was denn, um Gottes Willen, was denn? Anton? Was ist denn? Hier ist der Lohn für deine mutige Tat. Die silberne Rettungsmedaille am Bande. Oh, Anton, ich bin stolz auf dich. Ja. Meinen herzlichen Glückwunsch. Dankeschön, Dankeschön. Auch den beiden. Dankeschön. Zwischen uns bedarf es nicht vieler Worte. Wir verstehen uns auch so. Oh Gott, liebes Kind. Wir müssen uns beeilen. Wir haben noch so viele Besorgungen. Auf Wiedersehen, Mann. Die Herren entschuldigen uns. Auf Wiedersehen, mein Gott, Kind. Wiedersehen. Kinder, 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 kommt her, kommt mal her. Na, herzlichen Glückwunsch, Karina. Die Sache fängt an, mulmig zu werden. Ja, mein lieber Anton, das ist der Fluch der guten Tat. Ich kriege Todesangst, was da alles doch auf mich zukommt. Ach, was, du brauchst doch gar keine Angst. Hör doch mal zu. So wie ich die Sache sehe, sind wir drei doch wohl die einzigen Menschen, die die Wahrheit wissen. Ja, natürlich, natürlich, ja. Ja, ja. Na, und ich werde dich doch wohl nicht verraten. Ne? Nein. Na, und ich doch auch nicht. Nein. Na, und du? Und ich? Auch ich doch nicht, oder? Oh, ist doch klar. Kinder, ihr habt recht. Was kann mir noch passieren? Eigentlich gar nichts. Morgen stehe ich vom Traualtar. Am Abend sitze ich im Schlafwagen zur Hochzeitsreise. Bleib 6 Wochen weg. Und wenn ich wiederkomme, kräht doch kein Hahn mehr danach. Hahn, was haben wir denn? Vater Jan ist da. Ah, das ist schön. Er soll reinkommen. Wisst ihr, wer das ist? Turnvater Jan? Nein. Was? Beichtvater Jan. Nein, Schwimmvater Jan. Kinder, ich habe es doch erzählt, ich nehme doch heimlich Unterricht. Ja, was denn hier in der eigenen Wohnung? Ja, wo denn sonst? Vielleicht in der Badeanstalt, wo die ganzen Leute sind, um Gottes Willen. Jetzt doch ja nicht, wo ich der Meisterschwimmer bin hier und eine Medaille habe. Ja, aber lieber Anton, ich bitte dich, wo willst du denn hier in der Wohnung deine Schwimmübungen machen? Ich alle in der Badewanne. Nein, Junges, vorläufig habe ich erst noch theoretischen Unterricht. Also bitte geh dein Zimmer. Ihr schwimmt an. Theoretisch? Ja, theoretisch? Ja. Sonderwetter. Hallo, da kommt er ja schon. Guten Tag, Herr Schmitz-Mollerich. Herr Lieber, kommen Sie her, da können wir gleich loslegen. Ja? Ausgezeichnet, auf zur 5. Stunde. Jawohl. Haben Sie alles vorbereitet? Alles klar. Schließen Sie bitte die Türen ab, da rechts und links zumachen, den Paravan aufstellen, damit uns keiner beobachtet. Wird erledigt, Herr Schmitz-Mollerich. Machen mich eben schwimmfertig, ja? Ausgezeichnet, Herr Schmitz-Mollerich. Die Tür hinten aufschließen. Natürlich. Wird erledigt, Herr Schmitz-Mollerich. Hast du? Heute wollen wir die Tempi noch mal tüchtig üben. Bitte? Heute wollen wir die Tempi noch mal tüchtig üben. Wenn Sie es gehen, schreien Sie nicht so. Wenn Sie ja noch hören. Zack. Und den Paravan. Hast du den aufgebaut? Alles fertig. Auf geht's. Dann können wir beginnen. Da geht's.
Ich mache Ihnen noch einmal alles vor. Jawohl. Zunächst noch mal die Grundstellung der Beine. Beine schließen. Die Beine habe ich noch nicht so richtig in der Hand. Herr Schmidt-Schmotternich, Ihre Hammelbeine, die werden wir doch schon noch hinkriegen. Hammelbeine ist gut. Zu laut, danke. Gut. Also, was denn? Ich mache sie noch mal vor. Jawohl. Arme ausstrecken. Ausstrecken, ja. Hände falten. Ja, und? Eins, zwei und drei. Und noch mal. Eins, zwei und drei. Schön, so, schön. Jetzt sind Sie dran. Ja. Eins, zwei und drei. Nochmal. Eins, zwei und drei. Moment, Moment, Moment. Was denn? Ich kann noch schwimmen. Sie sollen es doch lernen. Weiß, ja, ja, natürlich. Also, pass auf. Eins, zwei und drei. Jawohl. Eins, zwei und drei. Jawohl. Aus. Eins, sehr zwei schön. Und drei. Sehr hopp. Schön. Aus. Hier ist ja gut. Na ja, also im Stehen schwimme ich doch schon prima, ne? Da kommt man ins Schwitzen bei. Sag mal, schwitzt beim Wasser auch immer so, ja? Jetzt wird auf den Bauch geschwommen. Gut. Wollen wir die Übung auch mal durchführen? So ist es. Ab, zack. Ja. Hinein ins Wasser. Rein. Erst das blaue Meer zurecht machen. So, jetzt stoßt ihr mir eine. Hopp! Hey! Au! Das Wasser ist aber hart. Das kann ich mir sagen. Auf! Eins, zwei und drei. Eins, zwei und drei. Eins, zwei und drei. Eins, zwei und drei. Um Himmels Willen, Anton! Was treibst du denn da? Ruhig, wenn ich aufhöre, versauf ich. Eins, Professor! Komm rein, eins, das musst du gesehen haben. Drei, eins, zwei, ja, was ist das denn? Eins, der kühne Schwimmer. Ein bisschen auf. Ja, doch, man wird ja ganz verrückt gemacht in diesem Hause hier. Zu der reinen Hotelbetrieb. Bullisch! Lassen Sie nur, ich hab schon aufgemacht. Wer nicht fragt. Der kriegt ein Kind, ja, ja. War es die Friseuse? Die ist doch schon längst beim gnädigen Fräulein. Was? Ja. Ach, na ja, Gott sei Dank. Ich bin schon ganz matsch. Um 6 Uhr früh ist der Rabatt schon losgegangen. Guten Morgen. 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 Störe ich vielleicht? Nein. Wollt ihr mal aufstehen? Oh. Da kann ich wohl schellen, bis ich verrückt werde. Bis mir einer helfen kommt. Nee. Wie kann man nur so nervös sein? Ich bin doch nicht nervös. Ich bin die Ruhe selbst. Lass dir das sein. Bitte heiraten Sie mal, Therese. Nee. Drehen Sie sich nicht auf, Herr Schmidt-Schmotternich. Das ist immer so am Hochzeitstag. Wenn ich warte, nicht gewinne. Wenn ich aufpasse, kriege ich ein Kind. Jawohl. Kinder. Ich bin jetzt schon todmüde. Nach der Hochzeit ruhe ich mich 4 Wochen aus. Na, da wird die junge Frau ja eine große Freude haben. Oh, ja. Kinder, hören sich das an. Oh, ich werde ja heiser. Mein Gott, nachher bei der Hochzeit, da kriegt sich ja wie ein Rabe. Sie brauchen doch bloß Ja zu sagen. Das ist es doch. Ich wollte doch jubelnd Ja sagen. Ich wollte das Ja hinausschmettern wie Caruso. Ja! Um Gottes Willen, wir müssen direkt üben. Krehan, bitte fragen Sie mich was. Sie sind doch sehr glücklich, Herr Schmidt-Schmotternich. Ja! Es geht schon. Und möchten doch auch andere glücklich machen. Ja! Wollen Sie mir 1000 Mark schenken? Ja! Hören Sie doch auf! Sie müssen mich was anderes fragen. Sie müssen mich fragen, wollen Sie mit Ihrer Braut den Bund fürs Leben schließen? Wollen Sie mit Ihrer Braut den Bund fürs Leben schließen? Ja! Papa! Was machst du denn da? Ich übe nur für die Hochzeit, Kind, damit es klappt. Guten Morgen. Guten Morgen. Oh Gott, bist du traumhaft schön. Oh, das ist ja
Lass dich anschauen. Oh, wunderschön, Schätzchen, du siehst ja aus. Komm. Mein liebes Kind, jetzt bist du noch voll in Degenhardt, aber in einer Stunde und 35 Minuten bist du Frau Schmitz-Schmodernich. Mein Kind. Ja, Mama, hättest du dir das träumen lassen damals, als wir uns kennengelernt haben am Starnberger See? Nein, nie. Ja, ja. Eigentlich hätten wir unsere Hochzeitsreise dorthin machen sollen. Da kriege ich mich gerne 10 Pferde mal hin. Was? Ich wollte sagen, da kriege ich mich gerne mal hin. Die Erinnerung, wenn ich das sehe, ich höre dich noch. Ich sehe dich noch mit den Wellen kämpfen und höre dich noch um Hilfe rufen. Bitte sprich nicht davon, sprich nicht davon. Ich darf nicht daran denken. Wenn du dich nicht so todesmutig in die Fluten gestürzt hättest. Oh, Anton, das kann ich dir nie vergelten. Nein, nie. Oh, Kinder, hört doch auf. Bitte, bitte, jetzt sind wir wieder mitten im Wasser drin. Das wollte ich doch nicht. Eigentlich ist es mir immer noch wie ein Traum. Bis zu dem Augenblick, wo ich in deinen Armen erwachte, da fehlt mir jede Erinnerung. Gott sei Dank. Ich wollte sagen, Gott sei Dank, es ist vorbei und es ist alles aus. Und du freust dich doch auch, dass alles gut ist, ja? Ich freue mich, wenn du glücklich bist. Ja? Denn du verdienst es. Ja. Du bist doch der Retter meines Lebens. Ja. Doch, Kinder, hört doch damit auf. Ich will das nicht mehr hören. Es ist so oft darüber gesprochen, weil ich möchte auch meiner selbst willen mal geliebt werden. Und vor allen Dingen, ich habe mich im Spiegel angeschaut, also so eine Schöne finde ich gerade wieder nicht. Oh, doch, Anton. Was denn? Du bist schön. Das ist aber das Erste, was ich höre. Ja. Ich meine nicht deine äußere Schönheit. Ich meine deine Charaktereigenschaften. Da bin ich ja so mehr eine innere Schönheit, ja? Ich werde nächstes nur noch Röntgenaufnahmen von mir machen. Man kann mit Papa nicht ernsthaft sprechen. Annemie. 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 Ja. Wieder schauen. Ja. Na, Schwiegermamaschen, was hast du denn auf dem Herzen? Ja, lieber Schwiegersohn, ich habe in der Tat was siehst du, auf ich hab dem doch Herzen. Anton. Ja, was ist denn? Anton, bevor du jetzt den folgenschweren Schritt zum Standesamt und zur Kirche mit meiner Tochter antrittst, da halte ich es als Mutter für meine Pflicht, dir zu Moment sagen, mal, dass man... bevor du weiter redest. Aufgeklärt bin ich schon. Ja? Ja, nein, das meine ich so nicht. Darüber wollte ich auch nicht mit dir reden. Also, kurz und klein, du weißt doch, dass Annemie verlobt war. Mhm. Hm? Mit dem Ingenieur Fritz Neumann. Ja, ich habe ihn ja gestern kennengelernt, dann war er hier. Ach. Das ist ja ein reizender Mensch. Ja. Ich habe ihn zur Hochzeit eingeladen. Hm? Was? Ja, ja. Aber du, entschuldige vielmals, sei mir nicht böse, aber ich glaube nicht, dass das klug von dir war. Warum nicht? Ja, aber... Du darfst doch nicht vergessen, dass eine tiefe, innere Zuneigung die beiden jungen Leute miteinander verband. Ah ja, ja. Ja. Ja? Ja. Na, wenn du willst, kann ich ihn wieder ausladen, ja? Nein, nein. Nein, du musst nur versuchen, durch verdoppelte Liebe und Zärtlichkeit den anderen aus ihrem Herzen zu verdrängen. Ja, auf der Hochzeitsreise hast du ja die beste Gelegenheit dazu. Liebe Mama, was in meinen schwachen Kräften steht, soll natürlich geschehen, ja? Ich danke dir, Anton. Ja, bitteschön. Was ist denn, um Gottes Willen? Mama! Mach mein Kind glücklich! Ich bin mal müde! Kommen Sie ruhig rein! Danke sehr. Na, wird's denn was? Mit unserem Tönnis und ihrer Elfie, oh, meine ja, ja. Ich. Das gnädige Fräulein hat nichts dagegen. Na also, wann werden denn nun die beiden niedlichen Viecher Hochzeit machen? Ja, darüber wollte ich eben mit Herrn Schmitz-Schmotter nicht sprechen. Ja, da kommen Sie heute aber ungelegen. Der heiratet heute nämlich selber. Also, das ist aber fatal. Dann ist das gnädige Fräulein wohl auch nicht zu sprechen. Naja, ich kann ja Fräulein Käthe mal fragen. Oh ja, seien Sie so gut. Vielleicht hat sie inzwischen mit ihrem Herrn Vater gesprochen. Ach, Fräulein Käthe? Ja? Kommen Sie doch bitte mal rein. Ja, was gibt es denn? Guten Tag. Ach, Sie sind es, Herr Doktor. Guten Tag. Ich höre leider, dass ich heute sehr ungelegen komme. Sie meinen wegen der Hochzeit? Ja. Na, bis dahin ist noch über eine Stunde Zeit. Bitte sehr, nehmen Sie doch Platz. Dankeschön. Sie sind schon so festlich gekleidet. Man könnte Sie selbst für eine Braut halten. Aber bitte sehr. Danke.
Ja, es muss schon ein schönes Gefühl sein, wenn zwei Geschöpfe, die von der Natur füreinander geschaffen sind, sich sagen können, wir sind am Ziel unserer Wünsche, von heute an gehören wir nur noch einer dem anderen. Habe ich jetzt was Dummes gesagt? Nein, nein, ich weiß nur nicht, meinen Sie die Hochzeit meines Vaters oder meinen Sie unsere Hunde? Oh. Oh. Ja, ich dachte natürlich an die heutige Festlichkeit hier im Haus. Ach so. Ja, aber Sie haben vollkommen recht. Ich vergaß den eigentlichen Zweck meines Hierseins. Sie sagten mir doch gestern, ich möchte mit Ihrem Herrn Vater persönlich darüber sprechen. Ach ja, richtig. Warten Sie mal einen Moment, ja? Papa, hast du mal eine Minute Zeit? Aber natürlich, für dich immer, das weißt du doch. Guten Tag. Guten Tag. Gestatte, dass ich dich mit Herrn Dr. Möbius bekannt mache. Wirklich? Ja, und? Der Herr Doktor hat etwas mit dir zu besprechen. Mhm. Ja. Du, aber bitte? Das soll er dir lieber selber sagen. Ach so. Du, ja. Er wird dir eine Bitte vortragen und du wirst sicher nicht Nein sagen. Ja? Gut. Adieu, lieber Herr Doktor. Lieben Sie wohl. Mein verehrtes, gnädiges Fräulein. Na, lieber Doktor, was haben wir denn? Zunächst möchte ich mir gestatten, Ihnen meinen ergebensten Glückwunsch zu Ihrer bevorstehenden Vermählung auszusprechen. Ich danke Ihnen. Ich bitte auch vielmals um Entschuldigung, dass ich gerade heute komme, aber wie ich höre, verreisen Sie auf mehrere Wochen. Natürlich. Und die Angelegenheit, die mich zu Ihnen führt, die möchte ich nicht gerne so lange hinausschieben. Oh, ist es so eilig? Ja. Ja, dann bitte nehmen Sie Platz. Hier, oder? Danke. Ja, natürlich, ja. Bitte schön. Herr Schmidt-Schmotternich. Ja. Ich habe mir erlaubt, mich zunächst an Ihr Fräulein Tochter zu wenden und habe bei ihr sehr viel Verständnis und Entgegenkommen gefunden. Wirklich? Sollte der am Ende ich und Käthe... Ich darf doch annehmen, Herr Schmidt-Schmotternich. Auch Sie werden mir Ihre Zustimmung nicht verweigern. Ja, ich muss Ihnen sagen, es überrascht mich sehr und... Mit meiner Tochter haben Sie gesprochen? Ja, ja, mit Ihrem Fräulein Tochter bin ich vollkommen einig. Ja, ja. Na, wissen Sie, es wäre mir natürlich lieber gewesen, wenn Sie da zuerst zu mir gekommen wären. Aber, ja, sicher. Naja, wenn meine Tochter schon mit Ihnen gesprochen hat und sie hat Ja gesagt, nun, da kann ich ja sowieso nichts mehr dran machen. Außerdem sind Sie sehr sympathisch. Danke. Da will ich auch nicht so sagen. Ne? Das ist sehr freundlich von Ihnen, Herr Schmidt-Schmotternich. Ja. Was die Reinheit der Rasse betrifft, da können Sie ganz unbesorgt. Danach habe ich doch gar nicht gefragt. Wenn Sie sich trotzdem überzeugen wollen, ich habe den Stammbaum bei mir. Lassen Sie doch. Sehe ich doch im ersten Blick, hören Sie mal. Ja, die Mutter war die berühmte Bussi vom Schlachtensee. Oh, uralter Adel. Und deren Mutter, die berühmte Mausi vom Linderhof. Das ist die, die seine Majestät, den König von England, auf allen seinen Reisen begleitete. Ja, 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 ja. Aber lass doch mal egal sein, ist doch nicht wichtig, gut. Jawohl. Also dann, verbindlichsten Dank, Herr Schmidt-Schmotternich. Nein, nein, Moment, Moment, Herr Doktor, rennen Sie mal nicht weg, kommen Sie mal her. Kommen Sie mal zu mir. Wir sind noch nicht fertig mit der Unterhaltung, setzen Sie sich mal. Wie sieht's denn hiermit aus? Da haben wir doch gar nicht so gesprochen, ne? Na? Ja, natürlich. Mhm. Wenn Sie es wünschen, dann bin ich selbstverständlich gerne bereit, einen angemessenen Betrag an Sie zu zahlen. Der will noch was bezahlen, das ist ja... Sie sind ja reizend. Kommen Sie mal du zueinander sagen, ja? Oh, entschuldigen Sie, das war ein bisschen voreilig. Vielleicht später, ja. Ja. Ja, ja. Ja, also wie gesagt, was den Betrag anbelangt, da werden wir uns sicher ganz bestimmt einigen. Natürlich. Allerdings mache ich dann zur Bedingung, dass die Jungen alle mir gehören. Haben Sie gedacht, ich wollte sie Ihnen wegnehmen? Ja. Dass Sie aber jetzt schon daran denken. Ja, natürlich. Das ist ja der Hauptzweck. Das ist ein Standpunkt, ja, ja. Aber woher wollen Sie denn wissen, dass es direkt mehrere sind? Ja, warum denn nicht? Auf 5 bis 6 rechne ich ganz bestimmt. Ja, dann aber gut vor, ja. Ne. Na, wie gesagt, ich habe nichts dagegen, aber ich meine, ich darf Sie doch besuchen kommen, ja? Ja, selbstverständlich. In den ersten Tagen allerdings, wenn Sie so blind zur Welt kommen. Nein, nein! Um Gottes Willen wollen wir nicht hoffen. Aber dann, wenn Sie so anfangen, durchs Zimmer zu krabbeln. Ach, da sind Sie süß, da freue ich mich schon drauf. Da sind Sie wirklich zu niedlich, mit Ihren langen Ohren und krummen Beinchen. Sagen Sie mal, warum müssen Sie denn krumme Beinchen haben? Ja, aber das ist doch gerade das Schöne.
Geschmackssache, genau, ja. Wegen mir soll's recht sein, egal, jedenfalls darf ich kommen und ich nehme sie dann auf den Schoß, ja? Solange Sie nicht stubenrein sind, möchte ich Ihnen nicht dazu raten. Wie meinen Sie das? Ach so, na hören Sie mal, haben wir doch auch nicht anders gemacht. Das ist selbstverständlich. Sie müssen. Entschuldigung, ich muss leider weg. Ja. Muss unbedingt weg. Ja. Wann darf ich also kommen? Wann Sie wollen, meinen Segen habt ihr. Ja, heute Mittag. Oh ja, ich lade Sie ein zur Hochzeit. Ist das recht? Ja. Ja, finden Sie, dass das der richtige Anlass ist? Ja, meine Tochter wird sich wahnsinnig freuen, wenn Sie kommen. Glauben Sie? Ja, natürlich. Verbindlichsten Dank, Herr Doktor, das wird heute nicht. Wiederschauen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Alles gut, ja. Hallo. Guten Hallo. Morgen, Anton. Das seid ihr ja, ihr Lümmelstar. Ah, du strahlst über das Ganze, ja, gesehen. Was Kinder, los? Kinder, ich habe jetzt was erfahren. Oh, sowas. So? Was denn? Das darf ich euch nicht sagen. Ich erzähle ich an der Hochzeitstafel. Ja, der Krähan. Ach, der ist ja nicht da, dann habe ich weggeschickt, die Fahrkarten holen für den Schlafwagen, ja? Hm. Hochzeitsreise, alter Schlimmer. Ja, ja, na komm, ja. Du, Anton, sag mal, wo fahrt ihr eigentlich hin? Auf die Zugspitze. Auf die Zugspitze? Ja. Ja, wieso denn gerade dort? Ich habe mich erkundigt, da gibt's keine Möglichkeit zum Schwimmen. Telegramm und ein Brief ist auch dabei. Ein Brief? Wo kommt der denn her? Aus Felderfing. Ach, das haben Sie schon gelesen, ja? Vielen Dank, dass Sie wissen, wo der Post herkommt. Guckt schon rein, nicht? Felderfing, Felderfing. Kraxentrager, Felderfing. Felderfing, liegt das nicht am Starnberger See? Ja, ach, doch, ja, ja, ja. Mein Gott, da kenne ich doch keinen. Vielleicht habe ich die Rechnung nicht bezahlt. Das wird sein. Entschuldige mich, Moment, ja? Ein Moment, ja. Das ist der Zeit. Kinder, mir schlechter Plagge, nein. Es darf nicht wahr sein. Anton, es darf nicht wahr sein. Ist irgendwas passiert? Eine unangenehme Nachricht. Bitte lies, lies doch selber. Doch mal her, Augenblick. Oh, ist das eine Schrift. Geehrter Herr Schmitz-Schmodder, nicht, Moment. Sie werden Ihnen wohl noch an mich erinnern. Ich bin der, wo innere, was, wo innere? Wo innere Tochter aus dem Wasser gezogen hat. Mein Gott, du liest aber auch langsam. Die Apotheke. Ich muss Ihnen dringend sprechen wegen einer großen Gemeinheit, die... wo mir passiert ist. Naja, der Lump, der Ausgeschamte, der was mir das eingebrockt hat, soll mich kennenlernen. Darum. Darum komme ich zu Ihnen. Nein. Mit Hochachtungshaber, Kraxentrager. Oh nein. Na, nein, ich danke. Nein, der Brief ist ein Blitzstrahl aus heiterem Himmel. Dieser Kraxentrager ist eine dunkle Wolke am Horizont meines bräutlichen Daseins. Er kommt, er kommt. Wann kommt er denn? Ome. Davon schreibt er gar nichts. Ja, bitte, bitte. Na also! Ja? Du sag mal, Anton, was meint er eigentlich mit dieser großen Gemeinheit, die wo ihm da passiert? Was der meint? Der weiß doch, die ganze kennt doch alles. Der was weiß doch kann alles. Der denn schon groß wollen? Oh Gott. Geld wird er haben wollen. Natürlich, aber natürlich. Kinder, da soll es mir doch nicht drauf ankommen. Na bitte! Bist du jetzt beruhigt? So einigermaßen. Ich wusste ja, mein Zylinder. Ah, hier. Ach so, danke schön, Kinder. Herr Gott, bin ich nervös. Jetzt weiß ich auch, warum das Ding Angströhre heißt. Jawohl. Komm, Professor, wir ziehen uns auch langsam an. Bitte. Wollen Sie nicht einen Augenblick hier warten? Die junge Frau, ich meine, jetzt ist sie ja wohl noch ein Fräulein, nicht? Kommt sofort. Um Himmels Willen, Fritz, du hier? Keine Angst, ich komme nur, um dir Adieu zu sagen. Diesmal für immer. Warum machst du es mir denn so schwer? Verzeih mir. Ich musste dich noch einmal sehen. Ich brauche dringend Erholungsurlaub in den Bergen. In einer Stunde reise ich ab. Heute Abend bin ich bereits an Ort und Stelle. Dann geht es hinauf auf die Alm. Tja, wie du siehst, ich bin bereits zünftig angezogen. Dort oben in der Einsamkeit
werde ich dann versuchen, dich zu vergessen. Ich danke dir, Fritz. Aber nun bitte, geh. Sofort. Ich will mich nur noch bei deinem Bräutigam entschuldigen, dass ich seiner gewiss gut gemeinten Einladung nicht Folge leisten kann. Ich... Adieu. Was erschlürfen, einmal an deinem Stopfen ziehen dürfen. Na nun, wer ist denn das? Entschuldigung bitte, warten Sie hier auf jemand? Allerdings. Ich möchte gern Herrn Schmidt-Schmodernich sprechen. Ah, Herr Schmidt-Schmodernich. Der sieht ja so böse aus. Und dann diese ländliche Tracht. Du lieber Gott. Am Ende ist er da schon. Mein verehrter, lieber junger Freund, bitte, bitte nehmen Sie doch hier Platz. Bitte Platz zu nehmen, ja. Machen Sie sich doch recht bequem. Nein, es geht nicht. Herr Schmitz, ich meine, Herrn Schmitz-Schmotternich können Sie heute leider nicht sprechen. Bitte kommen Sie doch morgen wieder oder besser noch übermorgen. Da wird er sich sehr freuen, dann ist er nicht da. Bitte seien Sie vernünftig, gehen Sie Ihres Weges und stören Sie diese Hochzeit nicht. Seien Sie großmütig. Ich weiß nur zu gut, was man Ihnen angetan hat. So, ja, es war wirklich eine große Gemeinheit von ihm. Das sieht er selber auch ein. Denn schließlich sind Sie ja derjenige, welcher... Allerdings. Ja. Sie wissen also, wer ich bin? Aber natürlich... Aber natürlich, Sie sind dieser wackere Naturbursche vom Starnberger See, der Herr Kerxenmeier. Ja. Was? Ja, oder so ähnlich. Wie bitte? Ich kann mir Namen so schlecht merken, manchmal vielleicht. Ich glaube, ich krieg's zusammen. Kraxentrager vom Schliersee. Also wie auch immer, mein Freund Schmidt-Schmodernich, der hat mir alles haarklein erklärt. Sie haben damals seine Braut unter Einsatz ihres eigenen Lebens aus den aufgewühlten Fluten des Tegernsees gerettet. Sie haben sie ihm durch Schilf und Schlingpflanzen und ganze Kolonien von Blutegeln hindurchwarten. An das Ufer getragen. Sie haben sie ihm in seine weit geöffneten, sonnengeölten Arme gelegt. Denn denn er ist ja passionierter Nichtschwimmer. Ja. Was? Ja. Ja. Das ist doch nicht möglich. Aber doch, wenn ich es Ihnen sage, der kann überhaupt nicht schwimmen. Das darf hier in diesem Haus natürlich niemand wissen. Wenn die Braut eine Ahnung hätte, wie die Sache sich damals in Wirklichkeit zugetragen hat, ja, die hätte den doch nie genommen. Und dann erst der ehemalige Bräutigam. Wenn der ehemalige Bräutigam, dieser arme Doofbeutel, das erfahren würde... Ja, da würde die ganze Partie ja jetzt noch in die Hose platzen. Eine halbe Stunde vor der Trauung. Dann müssen Sie es ihm aber auch nicht erzählen, ne? Ich bin doch nicht blöde. Mein lieber verehrter Herr Katzenstrahler, jetzt, da Sie wissen, was auf dem Spiele steht, da bitte ich Sie noch einmal, seien Sie vernünftig. Ich appelliere an Ihr gutes, mannhaftes Herz. Trollen Sie sich Ihres Weges. Jawohl, ich trolle mich. Danke, danke. Ach, Gott sei Dank, das wäre geschafft. Aber ich komme wieder! Der Herr Schmidt-Schmodernich wird mich kennenlernen. Dem werde ich einen dicken Strich durch die Rechnung machen. Diese Sache wird ihm teuer zu stehen kommen. Anton. Antonius. Toni! Toni, komm doch mal rasch raus! Mein Gott, was ist denn? Warum schreist du denn so? Was hast du denn? Was stell dir vor. Denn für ein Gebrüll hier? Was ist passiert? Stellt euch vor, eben war er da. Wer? Na, mein Gott, der Kraxentrager! Ich hab geahnt, die Sache geht schief! Hoffentlich hat ihn keiner gesehen!
Zum Glück ist er ja mir in die Arme gelaufen. Vielen Dank, das ist ja in Ordnung. Nein, bitte, Toni, gerne da geschehen. Da kann ja nichts passieren. Nein, gerne geschehen. Stellt euch vor, ich habe ihm gleich gut zugeredet. Er war auch sehr gutmütig, wollte sich sogar seines Weges trollen, aber plötzlich wurde der böse. Was? Wurde böse und schrie, er würde dir einen dicken, ein Dings, einen Strich durch die Rechnung machen. Ja, ich habe gewusst, es gibt eine Katastrophe, ja. Kinder. Und dann hat er noch gedroht, es käme dich teuer zu stehen. Siste, ja. Was ja. habe ich gesagt? Ja. Geld wird er ja. haben, natürlich. Glaubst du wirklich? Ja, aber ganz klar, jetzt wird er dir die Daumenschrauben ansetzen. Ja, hoffentlich kommt er erst nach der Hochzeit, Kinder. Wie spät haben wir denn überhaupt, ja? Uhrenvergleich. Mal sehen, gucken. Ja? Das Ding geht nicht. Was ist denn los? Die Zeit vergeht nicht. Das ist keine Taschenuhr, das ist eine Wanduhr. Wieso? An der Wandwerfer, da geht sie gar nicht. Ja. Kinder, das ist ja furchtbar. Wie viel haben wir denn? Es ist noch über eine halbe Stunde Zeit. Gott sei Dank. Na, weißt du, Anton, du bist mir vielleicht ein aufmerksamer Ehemann. Wenn du mich schon am Hochzeitstag so allein... Oh, mein Gold, Kind. Da sind wir ja und nun können wir gehen. Herr Schmidt, schmodder nicht. Draußen ist ein Mann, der will Sie unbedingt sprechen. Warum denn jetzt? Wieso? Was soll das? Er hat sich einen komischen Namen. Wieso denn? Was? Was? Kraxentrager heißt er. Um Gottes Willen, das ist... Ja, aber was hast du denn, Anton? Du bist ja so entsetzt. Da kann ich ja auch sein, mein Gott. Nur nie in meiner Ruhe kann man heiraten. Dann schick ihn doch weg. Was soll ich... Nein, das geht nicht, das kann man nicht machen, das ist unmöglich. Das geht nicht. Ja, dann soll er warten. Ja, die Idee, natürlich. Er soll warten. Emma, sagen Sie Bescheid, bitte. Komm, Herr Schmidt. Er soll warten. Ja, er soll warten. Er soll warten. Kommen Sie doch rein. Sie sollen hier einen Augenblick warten. Ja, ja, ist schon recht. Ja, bleib heute ein wenig da. Kannst du doch ein bisschen Gesellschaft leisten. Weißt du, fürcht mich allein. Oh, so siehst du auch aus. Oh, geh mal her, du Punzweig. Nun lassen Sie mich doch los, Sie. Oh, wieso denn? Frecher Mensch. Ich glaube, es kommt jemand. Wo? Du, die Kummacher zu dir in die Küche, gell? Mein Gott, da ist er schon. Und nebenan die Hochzeitsgesellschaft, wenn das rauskommt, dann ist es aus. Ja, grüß dich Gott, Herr Schmidt, schmodder nicht. Ja! Juhu! Juhu! Nein, wie schön. Das ist ja, wie geht's Ihnen, mein lieber Haxenkratzer? Hä? Ey, dankeschön, ganz gut. Ja, das ist gut. Ja, ich komm Ihnen doch nicht irgendwie ungelegen. Aber nein, gar nicht. Das ist sehr so schön. Sie sind doch da hier, wie extra für Sie machen lassen, ja. Na, für mich? Ja. Extra für... Natürlich. Ja, das freut mich aber, ja. Ja. Nur, mein lieber Graskratzer, was führt Sie denn hierher zu mir? Nur schön langsam, ja? Ja, wieso langsam? Ja, wir werden da schon noch drauf. Ja, genau, wir haben ja Zeit. Wir haben wahnsinnig viel Zeit, jawohl. Wie geht's denn übrigens an Fräulein Tochter? Wer bitte, wem? Ja, die ich damals aus dem See gefischt habe. Ach, der geht's gut, ja. Ja, wir haben uns ja damals gar nicht mehr richtig kennengelernt. Sind Sie selber schuld, die sind so schnell weggerannt. Warum denn? Ja, ich hab zur Hebamme müssen. Wer, Sie? Ja, nicht ich. Wegen der Stasi meiner Verlobten. Es war die höchste Zeit. Ist wahr? Ja, ja. Ist denn die Hebamme noch zeitig gekommen? Ja, fürs Erste nimmer, aber das Zweite hat schon noch gepackt, gell. Ah, ja. Die Stasi ist ein tüchtiges Mädchen. Ja, Gessi, und hochanständig. 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 Ja, das, darf ich jetzt fragen, warum Sie gekommen sind, mein Lieber? Wir werden da schon noch draufkommen. Ja, natürlich, haben ja Zeit, viel Zeit. Jetzt hockt erst einmal hin, schmodder nicht. Der Schmodder nicht hockt. Ja, also an dem Abend bin ich natürlich sofort ins Wirtshaus, gell, und habe halt einen richtigen drauf gemacht, weil mit die 100 Mark, was ich von dir gekriegt habe. Naja, und dann habe ich halt so erzählt, wie ich dazu gekommen bin und dass ich deine Tochter aus dem Wasser gezogen habe. Da haben sie mir alle ausgelacht und haben gesagt, das mit den 100 Mark wäre eine Sauerei. Jetzt kommt die Zwangsanleihe, ja. Aber mein lieber Hackepeter, das sind Sie doch selber schuld.
Warum sind Sie denn so schnell weggerannt? Ja. Ich habe Ihnen 100 Mark gegeben, weil ich hatte im Moment nicht mehr bei mir. Ich hatte Ihnen noch 500 zugedacht. 500? Moment mal, vielleicht habe ich hier... Ja, hier. Schauen Sie, hier sind noch 400 Mark, bitte. Ist das in Ordnung? Stimmt, ja. Na, fantastisch. Ja, da schaut die Sache auf Wiedersehen. Ja, danke schön. Der kommt. Da schaut die Sache natürlich schon ganz anders aus, ja. Ja, natürlich, aber Sie... Ja, und dann haben Sie halt noch gemeint, wenn bei der Sache schon so wenig ausgeschaut hat, ja, für mich, müsste ich ja mindestens die Rettungsmedaille kriegen, gell? Naja, und ich bin also zum Bürgermeister gegangen. Der hat die Eingabe gemacht. Ja, jetzt erst hat er natürlich das Protokoll aufgenommen. Ja. Dann hat er die Eingabe gemacht. Und jetzt pass auf, was für gemeine Leute das gibt. Ist das wahr? Kommt doch vor ein paar Tagen die Antwort aus dem Bezirksamt, dass ich die Medaille gar nicht mehr kriegen kann. Nein. Und was glaubst du, warum? Keine Ahnung. Weil es schon ein anderer hat. Hat sowas schon erlebt. Hat sich doch so ein Schwindler, so ein Elendiger gemeldet und sich als Lebensretter aufgespielt. Ist das möglich? Nein. Nein, also wie gemeine Menschen, aber vielleicht tut's dem anderen aber unrecht. Ja, aber wo willst du vielleicht den Schutz nehmen? Nein, noch richtig, du nicht. Ja, das soll mich nicht aufregen, wenn ich vor dem ganzen Dorf als Lügner dastehe. Den Lumpen, wenn ich da wisch, dem schlag ich das Kreuz ab. Dem haue ich den Nasenblatt, dem Sauhund, den Dreckern, den Treis in der Luft. Sag mal, um Himmels Willen, was ist denn jetzt schon wieder kaputt? Wir unterhalten uns gemütlich. Aha, und wie weit seid ihr? Er zerreißt mich gerade in der Luft, jawohl. Menschenskind, da beeilt euch doch, die warten schon draußen. Jawohl, mein lieber Herr Grasmeier, warten Sie mal einen Moment, jawohl. Lieber Freund, sag dem Professor, er soll schon vorfahren, dem Standesbeamten sagen, er soll warten. Ich komme ganz bestimmt, er soll warten. Du kommst zu spät zum Standesbeamten. Ja, nein, aber ich komme zu spät. Ich schwitze Blut. Ja, was habe ich da gehört? Was denn? Sie wollen zum Standesamt? Ja. Ja, Sie sind ja schon im Frack. Ja, yes. Wollen Sie am Ende geheiraten? Ja, es hat aber Zeit. Hat viel Zeit, ja. Hat sicher Zeit. Eine mit viel Geld, hä? Ja, ja, natürlich, Geld hat sie schon. Ja. Ja, also schmodder nicht. Was wenn jetzt? Das so ist. Ja, was? Da könntest du eigentlich nur was drauflegen auf die 500 Mark, hä? Das ist ja heutzutage gar nichts. Schau, während wir hier diskutieren, fällt die Mark und fällt. Und fällt. Genau. Ich weiß, natürlich kommen Sie hier. Haben Sie noch 500 Mark? Ist das in Ordnung? Sehr gut, ja. Wunderschön. Auf Wiedersehen. Ja, und wegen der Rettungsmedaille. Darüber sprechen wir noch. Nein, bitte. Nein, ohne die Rettungsmedaille gehe ich nicht heim. Ja, wieso denn? Wir zwei gehen dann zusammen aufs Amt und da müssen Sie mir bestätigen, dass ich das war, der Ihrer Tochter damals das Leben gerettet hat. Jetzt aufs Amt? Wie soll ich das machen? Das ist, lieber Freund, ich siehst du alles, was Sie wollen. Ich gehe aufs Amt, ich unterschreibe alles, bestätige. Ja. Aber bitte tun Sie mir eine Bitte. Lassen Sie mich 5 Minuten ganz schnell heiraten. Also gut. Alles in Ordnung, ja? Aber hier noch gehen wir aufs Amt. Aber ja, da gehen wir aufs Amt. Aber 100%. Aber klar, gut. Das machen wir. Also Anton, ich verstehe dich nicht. Um 12 Uhr soll die Hochzeit sein und es fehlen nur noch 10 Minuten. Schätzchen, ich bin schon da, mein kleines Gold. Ja, da schau her, da ist ja Ihre Tochter. Anton, wer ist denn dieser Mann? Wenn der jetzt einen Ton sagt, bin ich rettungslos verloren, um Gottes Willen. Was denn für ein Mann? Wo ist denn hier ein Mann, bitte? Na, dieser hier. Ach, das ist ein Mann. Ach, der! Entschuldige, Schätzchen, meinst du den? Ja. Warum sagt er nicht direkt? Natürlich, das ist ein Mann, das ist er ja. Genau das habe ich ja immer die ganze Zeit gesagt, nicht? Ja, warum sagst du denn Ihrer Tochter nicht, dass ich derjenige bin? Ja, er ist es, ich hab's dir noch nicht gesagt, aber ist mein Freund, der Haxenkratzer. Jawohl. Bitte schön, Kraxentrager. Knacken, ja, Knacker. Warum denkt er denn, ich bin deine Tochter? Sie irren, mein Herr, ich bin seine Braut. Nun beeil dich doch, bitte, Anton, komm. Das durfte nicht kommen, jetzt ist aus. Oh Gott. Was ist das, ha? Das ist deine Braut. So ein junges, bullsaubers Mädel. Und die heiratet die. So einen alten Kracher, ha? Das geht doch nicht mit rechten Dingen zu. Warum hast du es dir denn in Geierzeit, dass ich das damals war, der sie gerettet hat, hä? Jetzt hat er mich, jetzt ist es aus. Ja, dann warst du das einmal selber, der sich als Retter aufgespielt hat. Also, wenn Sie schon erraten haben, ja, ich war. Ja, was? Na? Tun Sie mir nichts, bitte, haben Sie Mitleid mit mir, bitte, bitte. Ja, und die Rettungsmedaille? Komm, der Herr, die haben Sie ja hier, ich hab sie ja für Sie schon. Bitte machen Sie mal runter. So, schauen Sie mal hier, die ist ganz neu. Ich hab sie nur einmal angehabt, bestimmt. Ist das in Ordnung? Auf Wiedersehen jetzt, ja. Auf Wiedersehen. Na, Moment. Ja, was denn? Moment. Was ist denn noch?
dann hast du es ja praktisch mir zu verdanken, dass du das hübsche Mädel jetzt kriegst. Ich danke dir ja auch dafür, Mensch. Ja, du bist ein Goldjunge. Ja. Das war nicht ohne. Ich konnte es am besten beurteilen. Weil ich hab's ja damals in den Armen gehabt, wie es nichts angehabt hat, außer dem Bartgewand. Ja. Mein lieber Herrgott, Sacker, da kannst du eigentlich noch was drauflegen, ha? Was hast du mir vorhin gegeben? 1000 Mark? Da haben Sie noch 1000 Mark. Das ist in Ordnung. Ah ja, jetzt ist richtig. Wunderbar, jetzt ist alles in Ordnung. Keiner darf erfahren, was hier passiert ist. Und wenn die einer fragen sollte, ich bin es gewesen, der meine Braut aus dem Wasser gezogen hat. Ich habe sie gerettet, ja? Ja. Das ist gut, komm. Ja, ja, warte. Ja, Moment. Weißt du, was du von mir, was du da von mir verlangst, Schmodder, nicht? Was verlange ich denn? Ja, schau, wir vom Land, wir sind ehrliche, aufrechte, biedere Leute, ja? Wenn ich da also lügen müsste, das würde mich eine große Überwindung kosten. Naja, verstehe. Und was kostet's mich? Schmodernich, sag mal, alles in allem, mit 6.000 Mark bist dabei, ha? 6.000, sehr schön. Also, zwei hast du schon, hier sind noch mal vier, sind 6.000. Ist jetzt gut? Armer. Alles klar, ja. Ehrlicher Landmann, ja. Dankeschön. Und damit wollte ich auf der Hochzeit. 30 Jahre, also Hochzeit, mein lieber Junge, mach, dass du rauskommst, bitte. Nein, nicht daraus. Geh in mein Zimmer und warte, bis wir weg sind. Wenn wir weg sind, kannst du auch gehen. Ist gut, wieder, schon, mein Junge. Also, alles bis gut. Bis nachher, gell? Ja, bis nachher. Vierte Gott, Schmitz-Modernich. Ja, vierte Gott, ja. Vierte Gott, oh großer Gott, ist das eine Aufregung. Moment mal. Wer ist da drin? Jetzt ist alles klar. Es ist geschafft. Jetzt kann mir nichts mehr passieren. Ja, Anton, wo bleibst du denn? Da bin ich ja schon, Schätzchen. Hallo, danke schön. Und hier, Anton. Dein Brautstrauß. Danke. Jetzt wollen wir gehen, mein Schatz. Da, da, da. Guten Tag. Verzeihung, meine Herrschaften. Fritz? Herr Neumann. Ach, würden Sie so gut sein, uns nicht stören und aufhalten. Wir wollten gerade zum Standesamt. Ja, den Weg können Sie sich sparen. Was heißt das? Wenn Ihre Braut erfahren hat, was ich ihr mitzuteilen habe, wird sie sicher gern auf das Vergnügen verzichten, ja, Ihre Frau zu werden. Was denn bitte? Dieser Herr ist nämlich gar nicht dein Lebensretter. Was? Anton, stimmt das? Papa! Nein, das wäre schändlich. Nein, das glaube ich nicht. Natürlich. Herr Schmitz-Schmodernich kann nämlich überhaupt gar nicht schwimmen. Was? Wie? Anton! Papa! Anton, so spricht doch. Ja. Ich bin sprachlos, sowas. Ich kann dir noch mehr verraten. Dein wirklicher Retter ist ein Bauernbursche vom Starnberger See mit Namen Kraxentrager. Kraxentrager? Oh Gott, ist doch nicht möglich. Anton, ist das wahr? Sag doch etwas, Papa. Ach, Kinder, nun, bitte. Wenn er mal so kommt, macht die ganze Heiraterei keine Freude mehr. Komm, keine Lust. Mein Kraxentrager, ist das nicht der junge Mann, der vorhin bei dir war? Ja, der war vorhin da. Was heißt vorhin da? War? Der ist ja noch da. Und so, meine Herrschaften, jetzt werde ich euch mal zeigen, wie unrecht ihr mir getan habt. Moment mal bitte. Herr Hackenthal, nein, Herr Haxenbauer, kommen Sie doch mal raus. Herr Haxenkratzer. Bitte, kommen Sie mal bitte raus, ja. Ja, was ist denn los? Bitte schön, kommen Sie mal bitte, ja. Ja, grüß Gott, Bernand. Grüß Gott, Bernand. Ach ja, grüß Gott, ja. Bitte sagen Sie den Herrschaften mal, wer ist es gewesen, der die junge Dame bzw. meine Braut aus dem Wasser gezogen hat? Wer hat sie gerettet? Ja. Na? Na ja, Sie, lieber Herr Schmitz-Schmodernich. Na, wie stehe ich jetzt da? Oh, Anton. Ja. Und ich sage Ihnen, es stimmt nicht. Was heißt das? Na, dieser Herr hat Sie doch gewiss bestochen, ne? Bestochen? Ja, hör mir her, Gott, sagt Sie mir doch mal, was glauben denn Sie von mir? Ja. Wir vom Land, wir sind ehrlich, aufrichtige Leute. Solche Schiebungen, das kenne ich mir überhaupt nicht, gell? Ich bin ein Ehrenmann, das kann ich mir nicht gefallen lassen. Richtig. Ja, Gott, Sakra. Richtig. Halt's mich zurück. Halt's mich zurück. Nein, nein, ich denke nicht daran. Ja, dann halt nicht. Na, ich fürchte mich auch überhaupt nicht. Hey. Lass mich mit ihm sprechen. Ja. Lieber Herr Kraxentrager. Bitte hören Sie mich an. Von Ihnen allein hängt es ab, ob ich mit Herrn Schmitz-Schmodernich zum Standesamt gehe oder nicht. Nur dem Mann, der mir das Leben geschenkt hat, dem soll mein Leben und mein Geld gehören. Aha. Ja, mein Lieber, wenn das so ist. Ja? Ja, der Schweinshaxenkratzer kippt um. Ja. Weißt du was? Schmodernich, du hast deine 6.000 Mark wieder, dann nimm ich lieber deine Braut. Okay, her. Mama! Komm, komm, komm! Das ist die Frau Mama.
Sag ich her, Schwiegermama, kriegst du Pussy. Kinder, lass dich doch bitte mal erklären, ja? Was soll das? Ich bleibe keine Sekunde länger in diesem Haus. Aber Schätzchen, hör doch mal. Schwiegermama, bitte, hör doch. Schwiegermama, lass dir doch bitte mal sagen. Hörchen! Das habe ich Ihnen zu verdanken, Sie. Wer hat denn das denn bloß erzählt? Ja, wo bleibt ihr denn alle? Der Standesbeamte sagt, er kann nicht mehr länger warten. Was ist denn hier los? Die schönen Blumen am Boden. Guten Tag. Guten Tag. Herr Kraxentrager, Sie hier? Sie irren, mein Bester. Dort steht Herr Kraxentrager. Genau. Christi. Ja, dich auch. Du lieber Gott, da habe ich ja was Schönes angerichtet. Dann hab ich dir das alles zu verdanken? Ja, Anton. Und dich habe ich zur Hochzeit herkommen lassen, du Vollblutidiot! Du! Können wir schön das Schild wieder abmachen. Dass eine Hochzeit 5 Minuten vor der Trauung in die Brüche geht, das gehört nicht zu meiner Theorie. Richtig. Er hat gewagt und nicht gewonnen. Also eigentlich tut er mir ja leid. Und mir das schöne Hochzeitsmahl. Ein Glück, dass wenigstens der Kraxentrager so einen guten Hunger hatte. Und dass der dabei nicht geplatzt ist, gehört auch nicht zu meiner Theorie. Ja, er ist eben auch ein strammer Junge. Oh, und frech ist der. Er wollte wissen, welches das Fenster zu meinem Schlafzimmer ist. Ja, und? Ich habe natürlich ein ganz anderes gezeigt. Nein, war das eine Nacht. Das war eine Nacht. Es waren schon mehr 2 Nächte. Oh Gott. Ja, ich muss mich um meine Hochzeitsgeschenke kümmern. Die muss ich doch zurückschicken. Was heißt hier zurückschicken? Ich hab hier noch gelitten, die behalte ich. Jawohl. Guten Morgen. Morgen, Herr Schmitz, oder nicht? Ach, sehr. Herr Herrn, danke schön, danke schön. Es ist ja furchtbar gewesen. Hören Sie. Viel zu Quatsch. Gehen Sie weg damit, verschwinden Sie. Holen Sie mir lieber mal die Hochzeitsgeschenke hierher. Lassen Sie mal sehen. Jawohl, Emma, ja? Was stehen Sie da so rum? Ja, ich muss ja die Garnierung hier wieder runterholen. Herr Schmitz, war da nicht? Da Balde ja am Tee. Oh, danke, meine liebe, gute, beste Therese. Oh, nee, jetzt bin ich deine liebe, gute, beste Therese. Ja, jetzt, wo die junge Braut abgesprungen ist, jetzt bin ich wieder dafür da. Ja. Aber da mache ich nicht länger mit. Am 15. ist für mich der Erste. Was? Ich kündige. Therese, bitte tun Sie mir das nicht am Bleiben. Das Haus hier ist ja ein Saustall. Wieso denn ein Saustall? Ja. Wenn Sie wüssten, was mir diese Nacht passiert ist. Ja, um Gottes Willen, was denn? Ein Kerl ist diese Nacht bei mir durchs Fenster gestiegen. Ich mache Licht, springe freudig aus dem Bett und weg war er. Ja, der muss aber einen schönen Schreck gekriegt haben, das kann ich dafür sagen. Dankeschön. Na, mein armer alter Junge. Oh, lass mal den Kopf nicht so hängen, Anton. Wie hast du denn geschlafen? Frag mich lieber, wie es mir geht. Na und, wie geht es dir? Frag mich lieber nicht. Das habe ich diesem Vollblutidiot zu verdanken, diesem Professor, diesem Hirnochsen da, der... Hallo, Hirnochse, Professor, komm, wir haben dich gesehen, komm ruhig mal rein, tritt näher. Ja, wir sprechen gerade von dir, da ist er. Guten Morgen, lieber Anton.
Du wagst es doch, mir und dir die Augen zu kommen. Verschwinde! Hör mal, wo ist er denn jetzt? Anton! Warte! Warum ist er nicht erschreckt? Anton, ich habe die ganze Nacht darüber nachgegrübelt, ja, wie ich das wieder gut machen könnte. Da ist nichts mehr gut zu machen. Dafür hat schon der Juhu Tiroler für gesorgt. Der Gebirgskavalier da. Aber ich freue mich, dass der Kerl reingefallen ist. So, wieso denn? Hat gedacht, meine Braut würde ihn jetzt heiraten. Ja. Gibt mir meine 6.000 Mark zurück, weg ist es. Ja, also damit dürfte unsere Mission ja hier erledigt sein und wir können abreisen. Ja. Oder brauchst du uns noch? Nein, Gott will nicht. Oh, bitte. Denn nicht? Komm, Professor, wir schnüren unser Bündel. Wiedersehen, Anton. Wiedersehen, Anton. Professor! Ja, Anton. Deinen Zylinder kannst du dir auf meine Kosten aufbügeln lassen. Das ist sehr lieb von dir. Also. Ach, mein gutes, armes Papachen. Guten Morgen, mein Schätzchen, guten Morgen. Du tust mir ja so leid. Ach komm, hör doch auf, fang doch nicht auch noch an, du. Aber ich hatte mir das so schön vorgestellt, eine Hochzeitstafel. Ich wollte aufstehen, die Überraschung, wollte eine Verlobung bekannt geben. Ach nee, Kinder. Nee. Meine Verlobung? Ja, sicher, natürlich. Und mit wem? Nun machen wir bloß kein Theater jetzt von wegen mit wem. Dr. Möbius hat mir gesagt, habt ihr gesprochen, ihr seid euch einig, warte nur auf meine Zustimmung. Was lachst du denn da? Du, aber Dr. Möbius hat doch gar nicht mich gemeint. Zum Gottes Willen, und wen denn? Sondern unseren Tönnes. Unseren Dackel? Ach, ja. Du lieber Gott. Er will ihn für seine Elfie haben. Darum, du, ich hab mich schon immer gewundert, warum eure Kinder lange Ohren und krumme Beinchen haben sollten. Kinder, das darf ich mal sagen. Na? Papa! Was denn? Was hast du da bloß angerichtet? Ach, ja. Herr Dr. Möbius ist da. Ach, Dr. Möbius, empfang du ihn, du. Ich zieh mich um, ja? Papa! Was denn, mein Kind? Du, mach bloß keine neue Konfusion, hm? Aber nein, jetzt doch nicht mehr. Jetzt weiß ich doch, worum es sich handelt, Kind. Also klar. Mein verehrtes, gnädiges Fräulein. Guten Tag. Ach, die ist aber süß. Ja, die ist süß. Nicht wahr? Ja. Graham, ich brauche sie nicht mehr. Ja, das ist sie also, meine Elfie. Ach, die ist jetzt so niedlich. Ja. Aber bitte sehr, nehmen Sie doch Platz. Vielen Dank. Bitte. Ja, Fräulein Käthe. Wie Sie wissen, habe ich also gestern mein Anliegen bei Ihrem Herrn Vater vorgetragen. Mir sind nun im Nachhinein doch Bedenken gekommen, ob er mich überhaupt richtig verstanden hat. Ja, lieber Herr Doktor, er hat Sie leider in der Tat total missverstanden. Er hat nämlich geglaubt, es handle sich um mich. Hatte ich also doch recht. Ach, Papa war gestern so hochzeitlich gestimmt, dass er annahm, alle Leute dächten nur ans Heiraten. Also, verzeihen Sie das Missverständnis. Ja, aber ich bitte Sie, wozu? Wissen Sie, als mir klar wurde, was er eigentlich meinte, da erschien mir dieser Gedanke so reizvoll, dass er mich gar nicht mehr losließ. Und ich habe deshalb Elfie gefragt. Elfie, was würdest du denn dazu sagen, wenn wir uns ein Frauchen ins Haus nehmen? Und? Was hat Elfie geantwortet? Sie war geradezu begeistert von diesem Gedanken und sagte, das ist eine sehr gute Idee, Waldemar. Aber weißt du denn überhaupt, ob sie dich auch mag? Tja, Elfie, was soll ich dir jetzt darauf antworten? Ich mag ja dein Herrchen auch sehr gut leiden. Du? Er war mir auch vom ersten Augenblick an sehr sympathisch. Naja, und wenn du uns deine Einwilligung gibst... Die von Ihrem Herrn Vater haben wir ja schon. Naja, dann wäre ja alles in Ordnung. Bis auf den Verlobungskuss. Du, den muss mir dein Herrchen aber schon selber geben. Elfie, wenn du gestattest... Danke. Oh, Käthe, ich bin sehr glücklich. Ich auch.
Waldemar. Und wem verdanken wir das? Meiner Elfi. Ach ja, ach Elfi, du bist ja ein zu geliebtes Vieh. Wie kann ich mich bloß bei dir revanchieren? Halt, ich hab's. Du, jetzt bringe ich dich zu unserem Tennis. Ja. Adieu, Herrchen. Adieu. Na komm. Ich freue mich, dass ich Sie sehe. Sie haben sich wie Ihnen gestern sicher gewundert, ja? Die Fräulein Tochter hat mir das Missverständnis eben aufgeklärt. Das ist ja wunderschön. Dann nehmen Sie Platz, dann können wir ja weitermachen. Bitte. Dankeschön. Ja. Also, ab. Ja, Herr Schmidt-Schmotter, nicht. Es wird Ihnen sicher merkwürdig erscheinen. Wieso? Wenn ich nun heute, kaum 24 Stunden später, mir die Freiheit nehme, Sie in der gleichen Angelegenheit um eine Unterredung zu ersuchen. Reden Sie doch ruhig, jetzt bin ich doch im Bilde. Ich danke Ihnen. Oh, bitte, bitte. Herr Schmidt-Schmotter, ja. Sie sind wahrhaft ein beneidenswerter Mann. Denn Sie nennen ein seltenes Geschöpf Ihr eigen. Ein wahres Kleinod. Was der Gedöns macht wegen dem Tünnes. Ein wahres Kleinod, dessen Schönheit mich gefangen nahm vom ersten Augenblick an. Ja, der Körper war ich tadellos und der Kopf ist auch ganz schön. Der Bildschön. Hä? Mit anderen Worten, Sie besitzen ein Juwel, das ich gerne in mein Haus führen und für immer mein eigen nennen möchte. Der will mir den Tünnes abkaufen. Ja, das muss ich mir doch mal überlegen, Sie. Machen Sie mich nicht unglücklich. Wieso? Ich bitte Sie, sagen Sie ja. Brechen Sie mir nicht das Herz. Das, lieber Jott, der ist ja ganz verrückt nach dem Biest. Ne? Na ja, also wenn es so ist, bitteschön. Oh, Herr Schmidt-Schmotter, um Gottes Willen! Herr Doktor, freuen Sie sich nicht zu früh. Sie ist eine frische Kröte, kann ich Ihnen schon sagen. Ja, und in 4 Wochen bringen Sie sie wieder. Die stiehlt wie ein Rabe. Aber das ist ja wohl nicht möglich. Oh, da ist doch ja nichts. Nächtelang treibt sie sich rum. Ja, du lieber Gott, wo steckt sie denn dann? Ja, fragen Sie sie mal, ja. Irgendwo auf der Straße, über die Höfe läuft sie rum, ne? Ja, ja. Ist ja entsetzlich. Ja, ja. Ja, und dann kommt sie morgens nach Hause, dreckig von oben bis unten. Tut so, als wenn nichts gewesen wäre. So. Ja, dabei macht sie doch solch harmlosen Eindruck. Haben Sie eine Ahnung, Lee? Ich hab sie schon ein paar Mal vermöbelt. Ja, dann hat sie geschrien, hat sie mal leid getan. Habe ich nachher gedacht, was soll es? Lass sie doch laufen, ne? Welch ein Abgrund. Ja, ja. Ja, also wenn die Sache so ist, dann... Bitte, es ist, lassen Sie den Finger davon, ich rate Ihnen, Sie. Aber eigentlich kann ich gar nicht mehr zurück. Wieso denn nicht? Wir haben uns bereits geküsst. Sie haben den Tünnes geküsst. Den Tünnes? Sie haben den Tünnes geküsst. Ja, du lieber Gott, ich spreche doch von Ihrer Tochter. Doch, Donnerwetter, was ist doch hier von untereinander? Das darf doch wohl nicht wahr sein. Gestern rede ich von meiner Tochter, dann meinen Sie der Hund. Heute rede ich vom Hund, dann meinen Sie meine Tochter. Ja, Doktor, was wollen Sie denn? Die Hand Ihrer Käthe. Und dann sagen Sie doch direkt. Ist alles in Ordnung. Natürlich können Sie das haben. Danke. Kommen Sie doch nicht immer nicht. Mann, dann können wir alles besprechen. Aber bitte, kommen Sie ja nicht nachher und sagen, Sie hätten den Hund gemeint. Kommen Sie doch schon heim. Hallo. Lass mal meine Ruhe. Machen ja ein Gesicht, als wenn Ihnen schon sämtliche Fälle weggeschwommen wären. Das wird schon seinen Grund haben. Wir zwei sind jedenfalls fertig miteinander. Wegen Fenster, nicht? Genau. Ja, du, das gibt's bei mir nicht. Mhm. Erst heiraten, dann kannst du fenstern, so viel du willst. Heiraten, du könntest ja gleich bequemer haben, da komme ich durch die Tür. Oh, gefallen da hat's mir schon narrisch, aber gleich heiraten. Geh mal her. Wie schaut's denn da aus? Alles da. War 3 Jahre lang bei einem einzelnen Herrn. Ja, als Köchin? Als Mädchen für alles. Aha. Ja, und wie er dann geheiratet hat, hab ich, weil er
sehr zufrieden mit mir war, ein sehr gutes Zeugnis bekommen. Zeugnis ist ja wieder ein Zeugnis. Und ein hübsches Sümmchen für die Aussteuer. Ja, Madel, du gefällst mir allerweil besser, wenn das so ist. Hä? Nun müssen Sie mich aber auch loslassen. Wieso? Stell dir vor, es kommt jemand. Er kommt doch nicht. Also jetzt hole ich Ihnen meinen gnädigen Herrn. Herr Schmitz-Schmodder, nicht? Ja, bitte. Sie werden gewünscht. Komme. Und wegen dem Heiraten, da reden wir zwei noch drüber, gell? Da ist er ja. Unser braver, biederer Landmann. Och ja, die Unschuld vom Starnberger See. Sagen Sie mal, Sie haben die Frechheit, noch hierher zu kommen. Ja, Sie haben ja recht, Herr Schmitz-Schmodder-nicht. Ich könnte mir auch in den Arsch beißen, dass ich Ihnen das Geld wiedergegeben habe. Jetzt stehe ich da ohne ein Pfennig Geld in der Tasche. Ah, ja? Nicht einmal heimfahren kann ich. Mhm. Ja, und Ihre gewesene Braut und die Frau Mama. Oh, da sind Sie auch schon gewesen? Ja, freilich. Ach. Aber der Deckhammel von einem Portier, der hat mich ja nicht einmal rauflassen. Das hat er prima gemacht. Hätte ich auch nicht getan. Was? Ja, ja. Jetzt können Sie mal sehen, wie Sie nach Hause kommen. Hä? Ja. Ohne Fahrgeld. Gehen Sie mal ein bisschen zu Fuß, ja? Mein lieber Freund, Sie Kraxelschieber, Sie. Ja, du Dreckhammel, du. Ja, du müsst am Saubreis. Ich hab's ja schon mal gesagt, man soll sie nicht einlassen mit dem Preis. Auf! Bitte schön, gnädige Frau. Danke sehr. Ich werde Herrn Schmitz-Schmodder nicht sofort Bescheid sagen. Danke. Oh, Moment, warten Sie einen Augenblick. Ich hätte ganz gern mit dem Herrn da ein paar Worte gesprochen. Küss die Hand, meine Frau. Guten Tag. Ich freue mich sehr, Sie zu sehen. Ich hörte, Sie wollten mich schon im Hotel aufsuchen. Na, ich hätte ja sowieso noch mit Ihnen... Also kurz und gut. Sie haben meiner Tochter damals das Leben gerettet und dafür möchte ich mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken und Sie für Ihre gute Tat auf irgendeine Weise belohnen. Also die Rettungsmedaille, Schatz, die bekommen Sie natürlich. Die habe ich schon, also... Ah, die haben Sie schon. Naja, das Diplom dazu, das werden Sie natürlich auch noch bekommen. Ja. Dafür werde ich sorgen. Ja, ja, was kann ich sonst noch für Sie tun? Ja, schauen Sie, Frau. Ich hab daheim so ein liebes Mädel, die Stasi. Ja. Wir haben uns halt so gern, aber sie hat nix und ich hab auch nix und wir würden halt so gern heiraten. Ja, dann sollten Sie auch heiraten. Ja, schon, aber... Ah, ich verstehe. Nun, ich werde Ihr Glück begründen. Was brauchen Sie denn? Ja, ich hab mal gedacht, wo ich dem sauberen Herrn da drin seine 6.000 Mark wiedergegeben hab. Nun, dass, ich werde sie Ihnen ersetzen. Ah, vielen Dank, meine Frau, das ist voll nett von Ihnen. Ja. Ja, also, sagen wir, das war für die Rettung. Aber schauen Sie, ich hab mir halt gedacht, Sie dürfen jetzt aber nicht böse sein. Hm. Was doch Ihre Tochter mir zu verdanken hat, dass den alten Kracher jetzt nicht heiraten braucht. Das ist doch auch was wert, oder? Also schön. Sagen wir 10.000. Oh, mei, Sie sind eine feine, erlobliche Dame, da feint Sie nix. Oh, bitte lassen Sie aus. Oh Gott, Sie können sich das Geld bei mir im Hotel abholen. Ach, Sie haben halt ein Herz für die armen Leute, gell? Wissen Sie, bei uns daheim, da schimpfen Sie mal auf die Preisen. Aber ich hab schon immer gesagt, da sind auch ein paar Anständige drunter. Ja. Küss die Hand. Ja. Also auf Wiedersehen, mein lieber Schwiegersohn, wir sehen uns dann später. Freu mich, ja. Oh Gott, verdammt nochmal, wo bleibt die Therese mit der Wärmflasche? Da? Oh, Schwiegermama, verzeih, Gabriele. Oh, gnädige Frau, dass Sie gekommen sind. Oh, mein lieber Herr Schmitz-Schmodder, ich glauben Sie ja nicht, dass ich Ihnen etwa Vorwürfe machen will. Nein, ja. Ich habe in Ihnen einen so netten, prächtigen Menschen kennengelernt, dass ich einfach... Also, kurz und gut, ich konnte nicht wegfahren, ohne Ihnen Ade zu sagen. Dankeschön. Nehmen Sie doch bitte Platz. Danke. Ja. Sagen Sie, habe ich da eben was von Schwiegersohn? Ja, stellen Sie vor, mein Kätchen hat sich verlobt. Nein. Ganz, ganz plötzlich. Ach, ist... Das ist eine Freude. Herzlichen Glückwunsch. Na, danke. Da werden Sie ja auch rascher über die große Enttäuschung hinweg. Ach ja, natürlich schon, aber schon mal nachdenken, jetzt bin ich so ganz alleine. Ja. Das geht mir genauso. Ja, wieso denn? Ja, die Annemie, die wird doch jetzt natürlich ihren Fritz heiraten. Oh, verzeihen Sie bitte. Was denn? Ich wollte nicht wehtun. Nein, Sie haben mir gar nicht wehgetan. Ich habe mir sowieso schon Ähnliches gedacht. Und wenn ich ganz offen bin, bin ich schon längst aber weg. Ja? Ja, natürlich, ja. Moment mal, da fällt mir ja was ein. Dann sind Sie ja nachher auch ganz alleine. Ja. Das ist ja großartig, da können wir uns ja gegenseitig ein bisschen trösten. Ja, wie meinen Sie das?
Na, wir kommen uns gegenseitig ein bisschen besuchen. Ich ein paar Tage zu Ihnen, Sie ein paar Wochen zu mir. Ja? Also, so geht's ja nur doch. Warum denn nicht? Warum ja, aber was nicht? Sollen denn die Leute sagen? Alter. Nein, eine so alte Frau bin ich denn doch noch nicht. Alt, im Gegenteil. Jung sind Sie, ja. Ja, ja, und hübsch. Ach, also das hat mir schon lang keiner gesagt. Bitte entschuldigen Sie, ich habe Sie bisher immer nur als Schwiegermutter gesehen, aber... Verdammt nochmal, wo habe ich da bloß meine Augen gehabt? Die Mutter ist ja netter wie die Tochter. Ach. Also, Gabriele, ein Vorschlag von mir. Wir heiraten uns, ja? Herr Schmidt, modder nicht. Da muss ich doch aber... Ja, warum denn nicht? Das ist ja gar nicht so dumm. Na also. Ich habe sie ja schon immer gern gehabt. Ja, und ich sie ja auch. Gabriele! Was denn? Wenn Sie etwa glauben, dass unsere Ehe eine Altersversorgung wird und das ja. jetzt so der ruhige Lebensabend wird, ja. dann irren Sie sich furchtbar. Wieso? Ich bin auch sehr lebenslustig. Ich auch. Und temperamentvoll. Und ich erst. Herrgott, nochmal. Habe ich mir in Ihre Tochter rangewagt, will ich doch wohl mit der Mutter aufnehmen. Was? Ja, sowas überhaupt ist Misstrauen. Ich fühle mich wie 30. Strotz von Kraft und Gesundheit. Oh, Therese! Therese, weg mit dem Ding! Verbrennen Sie sich nicht, sie ist sehr heiß! Therese, weg mit dem hier, nehmen Sie doch mit! Wissen Sie, je länger ich darüber nachdenke, desto... Sagen Sie mal, warum sind Sie denn so nervös? Ich bin ja gar nicht nervös. Also schätzen Sie sich doch! Darüber nachdenke, desto besser gefällt mir Ihre Idee. Ist das wahr? Dieses trauliche Heim. Ach, ich werde es Ihnen so behaglich machen. Ja, schön. Und wenn ich mir vorstelle, dass es dann draußen im Winter stürmt und schneit und hier drinnen sitzt man so gemütlich und warm. Und heiß, und heiß. Und wenn Sie eine wirkliche Leidenschaft für mich fühlen. Wenn Sie, was wissen Sie, was ich für eine Glut für Sie spüre? Man opfert seine Freiheit. Das ist die Kehrseite. Ja, die Kehrseite. Das ist meine Kehrseite hier. Anton, auch deswegen waren Sie so nervös. Eine Wärmflasche. Ja, natürlich. Aber das ist doch kein Ehehindernis. Nein? Nein, Anton, ich nehme Sie auf mit Wärmflasche. Gabrielchen, du bist ein Engel. Komm her. Oh, die Hochzeitsreise machen wir an den Starnberger See. Jawohl, Hallo. Ja, was sehe ich denn da? Ein glückliches Brautpaar. Was? Wir beide, wir heiraten. Ja. Ja, Donnerwetter. Jetzt stimmt meine Theorie wieder. Und ihr bleibt hier. Ich brauche Trauzeugen. Trauzeugen? Oh. Dazu geben wir uns nicht mehr. Aber Jungs, das war doch Spaß. Ich komme seit noch von dem. Ja. Herr Schmidt-Schmodernich, es tut mir leid. Kein Wort mehr, alles ist erledigt. Ich habe mich getröstet, ich bin Sie ja schon wieder verlobt. Das ist doch nicht möglich. Jawohl. Mit wem denn? Mit mir. Ja. Mama. Ja. Naja, wenn es so ist, ich gratuliere Ihnen. Dankeschön, Dankeschön, ja. Ja, in diesem Fall muss ich Sie wohl um die Hand Ihrer Tochter bitten. Ja, wieso denn? Ja, aber die Annemie ist doch jetzt auch deine. Richtig, ja, natürlich. Das habe ich ja vergessen. Moment mal, da werde ich ja Ihr Schwiegervater. Ja, allerdings. Oh, wenn Sie an mir eine Freude haben. Hallo, 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 hallo. Was wollen Sie denn noch hier, hä? Herr Schmidt-Schmodernich, die Emma geht zum Ersten. Moment, was haben Sie mit der Emma zu suchen, hä? Ich kündige ihn hiermit im Namen meiner Braut. Was? Aber da... Ja, warum denn nicht? Unser Eins will auch aus Liebe heiraten. Moment mal, Moment mal. Hey, Sie lieben die Emma? Ja, aber leidenschaftlich. Ja, aber da... Sie hat mir ihr Sparkassenbüchel gezeigt und ich muss sagen, allerhand Hochachtung. Ja, Moment mal, was ist denn da mit der Stasi? Na eben. Ja, wieso? Die hat doch die zwei Kinder. Ha! Aber die lassen Sie ihr. Doch, freilich. Ich hab ihr immer gesagt, ist ein hochanständiger Mensch.